Bratislava, die Hauptrundengruppe 2, Spanien gegen Norwegen. Das deutsche Team ja bereits ohne Chance aufs Halbfinale, aber diese beiden Teams sind dick dabei. Die Spanier brauchen noch einen Punkt fürs Semifinale. Spanien in den hellen Trikots, Vorfreude auf schönen Handball. Die Ansetzung könnte auch die Finalpaarung sein. 7 Meter Spanien nach 2,5 Minuten. Erstes Tor des Spiels, Alex Gomez Abello. Auf der anderen Seite Norwegen in Ballbesitz. Sie verlieren den Ball in Überzahl und wieder Gomez. Spanien führt mit 2:0. Aber alles kein Problem. Auch die Norweger kommen mit viel Qualität. Sargosen, er vielleicht bester Handballer der Welt. Kemper, der Anschlusstreffer. Beide Teams extrem ausgebufft, spielen ihren Stiefel runter. Ausgleich Güllerüt, 5,5 Minuten vorbei. 7 Minuten gespielt. Sander Sargosen, der Torhüter, ist dran. Und wieder Güllerüt. Erste Führung für die Norweger. Und sie bauen diese aus. Sander Sargosen mit Wucht. Norwegen führt mit 2 Toren. So schnell kann's gehen. Ballverlust Spanien. Die Ibera jetzt unsauber. Schneller Gegenstoß der Norweger. Viel Platz war da nicht. Norwegen mit 4 Toren in Front. Aber wie gesagt, Spanien extrem abgeklärt. Keine Unruhe bei den Iberern. Fehler Sargosen, Makeda, der Routinier, verkürzt wieder auf 3 Tore. 7:10. Gomez Abello beim 7 Meter. Er verwandelt ganz sicher. 2 Tore Abstand wiederhergestellt. Wie gesagt, sie werden nicht nervös, diese Spanier. Ihre große Stärke. 10 Minuten noch zu spielen. Auf links spielt bei Norwegen Sebastian Barthold. Sein 34. Turniertor. Er bester Schütze der Norweger bei dieser EM. Und gleich nochmal der Außen. Norwegen wieder 4 Tore vorn. Es ist einfach schön anzusehen, was beide hier zeigen. Spanien in Ballbesitz, Sarmiento auf Fernandes, Kemper, das stimmt einfach alles. Norwegen 3 Tore vor, gute Torhüterleistungen auf beiden Seiten. Peres de Vargas bei den Spaniern und Torbjørn Bergerud bei den Norwegern. Gutes Niveau im Spiel, ein insgesamt torarmes Spiel, auch wegen dieser guten Torhüterleistung. Und gute Stimmung auf den Rängen. Gut 2 Minuten noch zu spielen. Norwegen mit 3 Toren vorn. Und auch sie können es, Kemper. Norwegen. Tempo, Qualität, Spaß, alles da. Norwegen führt 14:10. Nochmal Ballverlust der Norweger. Und Tempo gegen Stoß Spanien. Letzte Aktion. Halbzeitstand 11:14 aus Sicht der Spanier. Es ist eine knappe Angelegenheit in Bratislava. Viel Tempo zu Beginn der zweiten Halbzeit. Vor allem die Spanier machen Druck. Sie müssen ja den Rückstand aufholen. Aber beide Teams treffen regelmäßig. Wir machen einen Sprung. Norwegen führt mit 2 Toren, 20:18. Und dann haben sie den ersten Fehlschuss. Sebastian Barthold, das passiert ihm selten. Pech, die Latte. Und die Spanier mit der Chance zu verkürzen. Der Ball bei Casado. Und schon sind sie dran. Der Rückstand nur noch 1 Tor, 19:20. Aber die Iberer halten das Tempo jetzt nicht durch. Norwegen kämpft sich wieder raus aus der Schwächephase. Und bei den Norwegern gab es einen Torwartwechsel. Christian Severas, der Leipziger, jetzt ein entscheidender Faktor. Offensiv die Norweger heute extrem effektiv. Reinkind, sein 4. Tor, 22:19. Und Sebastian Barthold, der eine Fehlschuss, war ein Ausrutscher. 23:19 für Norwegen. Dann noch 10 Minuten auf der Uhr. Spanien lässt heute einfach zu viel liegen. Makeda an den Pfosten. Der Glaube wird kleiner. Norwegen dagegen konzentriert, nutzt die Chance, die sich ihnen heute bietet. Sebastian Barthold, sein 6. Tor. Am Ende werden es 7 sein. 5 Tore Vorsprung für Norwegen, gut 5,5 Minuten vor dem Ende. Dann noch 3 Minuten zu spielen, 7 Meter. Spanien jetzt nicht mehr mit der letzten Kraft. Und Christian Severas, der Leipziger, richtig gut im Spiel. Die Norweger lassen dann die letzten Sekunden runterlaufen. 27:23 am Ende. Ein überzeugender Sieg gegen die Spanier. Norwegen jetzt mit 6 Punkten gleichauf mit Spanien und Schweden.